Herr Krokus und Frau Schneeglöckchen. Weißt du noch, fragte Frau Schneeglöckchen, wie es war, als wir uns kennenlernten? Natürlich, wie könnte ich das vergessen, meine Liebe, entgegnete ihr Mann Herr Krokus. Die beiden feierten gerade ihren Hochzeitstag. Um die Frage der schneeweißen Blume zu beantworten, drehen wir die Zeit einmal um genau ein Jahr zurück. Es war Ende Februar. Kalt und eisig ließ der Windsturm noch einmal die letzten Schneeflocken über das Land fegen. Der Boden war von Frost bedeckt und in der Natur herrschte augenscheinlich Stille. Was von außen niemand sah. Unter der Erde regte sich Leben. Noch wollten die Wiesenbewohner nicht ganz an die Oberfläche, aber ihre Halme klopften bereits ungeduldig an den Untergrund. Dann endlich. Der März schickte die ersten warmen Sonnenstrahlen. Sanft tauten sie die Eisschicht und der Boden lockerte sich. Zunächst zaghaft spitzte ein grüner Halm hervor. Mit jedem Tag wuchs er weiter, bis schließlich eine vollständige Pflanze zum Vorschein kam. Die Temperaturen kletterten weiter in die Höhe und eine wunderschöne violette Blüte entfaltete sich. »Ach, es ist doch jedes Mal wieder herrlich«, sagte Herr Krokus und breitete seine Pracht zu allen Seiten aus. Voll entfaltet genoss er die frische Frühlingsluft. »So lange habe ich darauf gewartet.« Er blickte sich zu allen Seiten um. In dem Garten, wo er schon einige Jahre erblühte, war alles noch wie immer. Der Apfelbaum und die Rosenbüsche standen genau wie die feinsäuberlich geschnittene Buchshecke an ihrem Platz. Herr Krokus drehte seinen Kopf neben sich. Er stutzte. »Nanu, was ist das?« Aus der Erde ragte in unmittelbarer Nähe ein kleiner dunkelgrüner Halm. »Das war noch nie da.« »Seltsam.« Während der nächsten Tage wuchs sein Nachbar zu einer kleinen Pflanze heran. Als sie in etwa die gleiche Größe hatte, reckte und streckte sie ihre Blätter. Wenig später kam eine strahlend weiße Blüte zum Vorschein. Sie neigte ihren Kopf in Richtung Krokus. »Oh, guten Tag«, sprach sie überrascht. »Wissen Sie zufällig, wo ich hier bin?« Der Gesprächspartner sah sie nur verwundert an. »Verzeihen Sie, wie unhöflich von mir«, redete sie weiter. »Ich habe mich gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Frau Schneeglöckchen. Und wie heißen Sie, wenn ich fragen darf?« Der Angesprochene erwiderte langsam, »Herr Krokus.« »Das ist ein schöner Name«, entgegnete das Schneeglöckchen. »Ach ja, und Sie sind hier im Garten«, ergänzte Herr Krokus. »Im Garten«, wiederholte sie. »Es ist wunderbar im Garten.« Mit einem Lächeln zwinkerte die weiße Blume ihrem Gegenüber zu. Dieser konnte nicht anders, als dies zu erwidern. Sein Herz klopfte ganz laut und er spürte, er wollte nie wieder ohne sie sein. Der Frühling war herrlich. Herr Krokus stand nun nicht mehr alleine. Ein anmutiges Schneeglöckchen leistete ihm Gesellschaft. Die beiden waren unzertrennlich. Nichts schien diese traute Zweisamkeit trüben zu können. Doch eines Tages sollte ihr Glück auf die Probe gestellt werden. »Also den Krokus lasse ich mir ja gerade noch eingehen«, sprach eine aufgebrachte Stimme. »Aber das Schneeglöckchen kommt weg.« Erschrocken blickten sich die Wiesenbewohner an. »Ein Gewächs dieser Art reicht. Die zerstören mir noch den ganzen Rasen, den ich mir mühselig gezüchtet habe. Außerdem verbreiten sich die Samen. So schnell kann ich gar nicht schauen, habe ich hier Dutzende von den Dingern im Garten. Nicht auszudenken. Das weiße Unkraut kommt weg. Basta!« Unter Schock starrten die beiden Blumen auf den Gartenbesitzer, der in bedrohlich großen Schritten auf sie zumarschierte. In seiner Hand hielt er einen Spaten. »Was sollen wir denn jetzt machen?« flüsterte Frau Schneeglöckchen verzweifelt. »Liebste, ich weiß es nicht«, gab Herr Krokus angsterfüllt zurück. »Wenn er mich ausgräbt, werden wir uns nie wiedersehen.« Die beiden hatten Panik und hielten sich zitternd an den Blättern. Sie beteten, dass dies alles nur ein Traum sei.
Doch das Unglück ließ sich nicht aufhalten. Der große Mensch stach kräftig mit einer Schaufel ins Gras, hob das Stück an und entfernte die weiße Blume samt Wurzelwerk aus dem Untergrund. Frau Schneeglöckchen wusste nicht, wie ihr geschah. Es gab einen solchen Ruck, woraufhin sie sich schlagartig in der Luft befand. Herr Krokus konnte dem Geschehen nur machtlos zusehen. Wo sie stand, blieb ein Erdloch zurück. »So«, sagte der Mann, »weg damit. Schlimm genug, dass ich wieder neuen Rasen ansäen muss. Dieses Unkraut kostet mich noch den letzten Nerv.« Er öffnete die Biotonne und warf das Schneeglöckchen achtlos hinein. Zum Glück war der Eimer schon zur Hälfte mit Grasabfällen gefüllt, so dass sie weich landete. »Autsch«, rief sie, und über ihr schloss sich der Deckel. »Hallo, hallo!« Die entsorgte Pflanze versuchte sich bemerkbar zu machen, doch es half nichts. Gefangen im Dunkeln begann sie zu weinen. Plötzlich öffnete sich der Tonnendeckel erneut und die Sonnenstrahlen erhellten den Raum. »O jemine«, hörte sie eine Stimme. Über sich erkannte Frau Schneeglöckchen den Kopf eines Jungen. Er hob sie behutsam heraus und barg sie in seinen Händen. Dann lief er los. »Was geschieht hier nur mit mir?«, dachte die Pflanze. Sie hatte Angst, aber spürte dennoch, dass sie ihrem Träger vertrauen konnte. Dieser beförderte sie geradewegs zu seiner Mutter. »Mama, Mama, sieh nur!«, rief er schon von Weitem. »Die hat der Nachbar gerade in den Müll geworfen!« Etwas außer Atem kam er vor einer Frau zum Stehen. »Hallo, mein Schätzchen«, begrüßte sie ihn. »Du darfst doch nicht in fremden Sachen stöbern, das weißt du doch. Zeig mal her.« Sie begutachtete den Frühjahrsblüher. »Das gibt's ja nicht«, entgegnete sie schließlich entrüstet. »Dieser alte Griesgram. Sein Rasen ist ihm so heilig, dass er sogar vor solch wunderschönen Schneeglöckchen nicht Halt macht.« Sie schüttelte den Kopf. »Das hast du gut gemacht, Schätzchen. Auch wenn ich es normalerweise nicht befürworte, dass du die Dinge anderer mitnimmst.« Mutter und Sohn blickten sich an. »Weiß ich doch, Mama. Aber das hier ist schließlich ein Notfall. Was machen wir denn jetzt mit ihr?« Die Mutter antwortete: »Sie bleibt bei uns. Schau, sie hat noch ihre Wurzeln. Das heißt, wir können ihr einen Platz in unserem Garten geben.« »Klasse«, freute sich der Junge. Frau Schneeglöckchen verfolgte die Unterhaltung aufmerksam. Es ging alles so schnell. Ihr Kopf schwirrte immer noch von den vielen Ortswechseln. Eine Blume ist das nicht gewohnt, denn dort, wo sie wächst, bleibt sie gewöhnlich ihr Leben lang stehen. Jetzt grub die Frau ein Loch in die Wiese und setzte das Schneeglöckchen vorsichtig ein. Ringsherum füllte sie die Erde auf und versorgte das Gartengewächs mit ausreichend Wasser. »Nun kannst du beruhigt sein und wachsen. Hier geschieht dir nichts«, sagte die Mutter, und Frau Schneeglöckchen atmete erleichtert auf. Es fühlte sich herrlich an, wieder in der Erde zu stecken. Für einen Moment ging es ihr richtig gut. Aber dann holten sie die Gedanken an ihren Liebsten ein. »Wie es ihm wohl geht? Werden wir uns je wiedersehen?« Die Antwort gab sie sich selbst. »Das wird wohl nie geschehen. Denn wie soll das gehen? Herr Krokus ist so weit weg und ich bin hier.« Zutiefst traurig ließ die Blüte und Blätter sinken. Im Nachbarsgarten war die Stimmungslage identisch. Herr Krokus stand unter Schock. Hilflos musste er mit ansehen, wie seine Gefährtin aus dem Boden gezogen wurde. Der Gartenbesitzer wartete nicht lange und säte auf die leere Stelle neuen Rasen an. Der violette Blütenmann mobilisierte nun all seine Kräfte und versuchte, sich vom Untergrund zu befreien. Er wollte nur noch zu seiner Geliebten. Doch er schaffte es nicht. Entkräftet gab er auf. »Wenn ich doch nur wüsste, ob es ihr gut geht«, hoffte er matt. Dann ließ auch er die Blüte mitsamt seinen Blättern hängen.